Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Anwendung und praktische Bedeutung der Exponentialfunktion. Schauen wir uns also an, was wir damit in der Praxis machen können. Und die wichtigste Eigenschaft der Exponentialfunktion dabei ist, dass ihre relative Änderung oder prozentuelle Änderung auf einem Intervall der Länge 1 immer dieselbe ist. Wir hatten im vorigen Video schon gesehen, dass die Funktion immer um einen Faktor klein a anwächst, wenn ich den Exponenten x um eine Einheit erhöhe. Was heißt das also für die relative Änderung? Da schauen wir uns an, wenn wir um einen Wert nach oben gehen, vom Wert f von x zum Wert f von x plus 1, wie ändert sich diese Funktion im Vergleich zu ihrem Ausgangswert f von x. Also tragen wir da mal alles ein, was wir schon wissen. Der Funktionswert an der Stelle x plus 1 ist groß a mal die Basis klein a hoch x plus 1. Und dann ziehen wir davon ab, groß a mal klein a hoch x. Und wir dividieren durch den Ausgangswert groß a mal klein a hoch x. Und da können wir es uns mal einfach machen und können das Groß A aus allen Termen herauskürzen. Und das Klein a hoch x plus 1 zerlege ich in Klein a hoch x mal a. Das ist also genau dieses Wachstum um den Faktor a, wenn ich einen Schritt nach rechts gehe. Und dann habe ich in beiden Termen in der Differenz oben den Wert a hoch x stehen, durch den dividiere ich auch genau, das fällt also hier durch das Kürzen weg und übrig bleibt der Wachstumsfaktor a minus 1 und das ist also die konstante relative Änderung. Das haben wir also auch hier nochmal sauber hingeschrieben auf den Folien. Und das gilt völlig unabhängig davon, was meine Ausgangsstelle x war, bekomme ich immer diese relative Änderung heraus. Das fassen wir auch einmal in einem Satz zusammen und sagen, r definiert als a minus 1 ist die relative Änderung der Exponentialfunktion und wir können die Exponentialfunktion deshalb auch schreiben, statt groß a mal klein a hoch x, können wir auch sagen groß a mal 1 plus r hoch x. Und r ist damit also der Prozentsatz, um den sich diese Funktion ändert, wenn ich um einen Schritt nach rechts gehe. Wo begegnen uns jetzt also solche Exponentialfunktionen in der Anwendung? Das wichtigste Beispiel sind Wachstumsprozesse, wo das relative Wachstum eben konstant ist. Beispielsweise in biologischen Populationen, in der Demografie oder auch in den Wirtschaftswissenschaften beim Wachstum von Kapital durch Verzinsung. Wenn ich einen gleichbleibenden Zinssatz habe, etwa auf einem Sparbuch, dann wächst dort das Kapital über die Zeit exponentiell an. Und damit werden wir uns dann auch noch gesondert beschäftigen im Kapitel 4 Elementare Finanzmathematik. Hier schauen wir uns ein einfaches Beispiel zum Thema Populationswachstum an. Wir haben also eine Population mit dem Anfangsbestand f von 0 gleich 5000. In den nächsten 10 Jahren soll die insgesamt um 12% anwachsen. Und dann haben wir als Fragen, wie groß ist die Population nach 2,5 Jahren? Wie lange dauert es, bis sich die Population verdoppelt hat? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir also zunächst einmal herleiten, was ist denn die Darstellung dieses Wachstumsprozesses als Exponentialfunktion. Wir möchten den also schreiben als f von t mal groß a mal klein a hoch t. Als Argument verwende ich hier jetzt nicht das x, sondern ein kleines t wie time, um zu betonen, dass es hier ein Wachstum über die Zeit gibt. Und in der Angabe steht dann ja schon f von 0, was also groß a mal klein a hoch 0 gleich a ist gleich 5000. Den ersten Parameter groß a haben wir also schon bestimmt. Und um den zweiten Parameter, das klein a, den Wachstumsfaktor zu bestimmen, müssen wir jetzt berechnen, f von 10 ist gleich 1,12 mal f von 0. Das haben wir als weitere Angabe hier oben drin stehen. Wir kennen also nicht das kleine a direkt, das können wir nicht direkt ablesen, aber wir können es uns aus dieser Gleichung hier herleiten.
Ja, nach 10 Jahren habe ich 100% plus 12% mal das, was ich zu Anfang hatte, diese 5000. Dann kann ich also die f von 0 auf die andere Seite bringen, f von 10 dividiert durch f von 0 und das ist gleich 1,12. Und diese Gleichung müssen wir dann also nach dem kleinen a auflösen. Das machen wir auch gleich. Ich klicke hier auf den Folien nur noch einmal weiter, schreibe mir die Funktion nochmal sauber hin und diese beiden Gleichungen, die wir haben aufstellen können. Ja, wir hatten also zwei Angaben, den Anfangswert und dieses Gesamtwachstum, das entspricht zwei Gleichungen und die können wir nach den beiden unbekannten Parametern auflösen. Jetzt wollen wir hier also weitermachen. 1,12 war das Verhältnis der Funktionswerte zum Zeitpunkt 10 und zum Zeitpunkt 0. Wenn wir das einsetzen, haben wir da Groß A mal Klein a hoch 10 dividiert durch Groß A mal Klein a hoch 0. Das Groß A kürzt sich freundlicherweise heraus. Das Klein a hoch 0 ist gleich 1, können wir also auch weglassen und dann steht da Klein a hoch 10. Um diese Gleichung nach klein a aufzulösen, müssen wir jetzt die zehnte Wurzel ziehen oder müssen das Ganze hoch ein Zehntel nehmen. Ja, wie man das dann hinschreiben möchte, ist letzten Endes egal. Und um das klein a zu berechnen, brauchen wir also nur unseren Taschenrechner oder das Softwarepaket unseres Vertrauens und können dort eingeben, die zehnte Wurzel aus 1,12 und das ist ungefähr 1,0113973 und so weiter. Mehr Nachkommastellen habe ich hier auf die Folie nicht hingeschrieben. Das entspricht also einer relativen Wachstumsrate R von dem hier minus 1, das heißt 0,0113973 und so weiter und das sind also 1,14% pro Jahr, die dazukommen. Ja, also insgesamt wächst das Ganze um 12% in 10 Jahren. Das ist aber dann nicht etwa einfach 1,2% pro Jahr, sondern etwas weniger, nur 1,14%. Denn das, was im ersten Jahr schon dazugekommen ist, gewachsen ist, kann ja im zweiten Jahr auch nochmal wachsen, im dritten Jahr nochmal wachsen und so weiter. Für diejenigen, die die Zinsesrechnung schon kennen, das entspricht genau dem Zinseszins bei der Zinsrechnung. Ja, kommt also immer noch mehr dazu und deshalb ist das Wachstum pro Jahr kleiner als einfach das ein Zehntel. Damit können wir uns jetzt also die Wachstumsfunktion insgesamt hinschreiben. Wir haben also eine Funktion f von t gleich 5000 mal 1,0 und dann diese ganzen Nachkommastellen hoch t. Ich schreibe die hier hin, um zu betonen, dass auch wirklich viele Nachkommastellen wichtig sind, wenn wir diese Exponentialfunktion auswerten. Also wenn man das mit dem Taschenrechner rechnen möchte, würde ich empfehlen, nicht zu früh mit den Nachkommastellen aufzuhören oder noch besser sich dieses Zwischenergebnis in den Zwischenspeicher legen, damit man auch wirklich genau weiterrechnen kann. Damit können wir jetzt da auch diese beiden Fragen beantworten, die in der Aufgabenstellung gestellt wurden. Das ist einmal, welchen Wert hat die Population, welche Größe hat sie nach 2,5 Jahren? Dann müssen wir also nur an der Stelle f von 2,5 einsetzen und müssen das ausrechnen. Und die zweite Fragestellung war dann die nach der Verdopplung. Die gehen wir danach an. Setzen wir also hier einmal an der Stelle 2,5 ein, muss man also hier oben das t nur mit 2,5 ersetzen, in den Taschenrechner tippen und ausrechnen und dann kommen wir drauf, dass es nach 2,5 Jahren eine Populationsgröße von 5.143,69 gibt. Ob es jetzt dann Sinn macht, hier die Nachkommastellen mit anzugeben oder nicht, hängt immer von der inhaltlichen Fragestellung genau ab. Was ist denn die Einheit, in der wir die Größe der Population messen? Ist das wirklich eine Stückanzahl, die nicht teilbar ist oder doch? Wir auf den Folien runden hier immer auf zwei Nachkommastellen. Für die Verdopplungszeit müssen wir dann Folgendes betrachten.
Wir haben als Ausgangswert 5000, eine Verdopplung entspricht dann also dem Wert 10.000 und das muss also genau der Wert der Exponentialfunktion zu einem Zeitpunkt t sein und dann müssen wir also diese Exponentialgleichung lösen. Und dann kann ich einmal durch 5000 dividieren. Und dann bekommen wir 2, genau das gewünschte Wachstum. Die Verdopplung muss gleich 1,011139 hoch t sein. Und diese Exponentialgleichung muss ich auflösen. Um das zu machen, muss man logarithmieren. Wer die Logarithmen nicht kennt, kann sich dazu eins der nächsten Videos noch anschauen. Ich verwende den Logarithmus hier an der Stelle schon einmal. Und kann dann sagen, ich nehme den natürlichen Logarithmus auf beiden Seiten. Und warum mache ich das? Weil ich durch den natürlichen Logarithmus das t hier nach vorne ziehen kann. Das ist also t mal der natürliche Logarithmus von 1,0113 und so weiter. Und dann kann ich dividieren. Und kann sagen, es ist ln von 2 durch ln von 1,011 und so weiter. Und das ist unser Wert t. So kann man also diese Exponentialgleichung auflösen. Ich klicke hier nochmal weiter, um das auch nochmal sauber hinzuschreiben. Hier auf den Folien habe ich nicht den natürlichen Logarithmus verwendet, sondern den dekadischen Logarithmus. Welchen von beiden man da hernimmt, ist vollkommen wurscht. Wichtig ist nur, auf beiden Seiten muss es natürlich der gleiche sein, den ich dort anwende. Und wenn ich das dann ausrechne, dann komme ich auf einen Wert von 61,16. Die Interpretation ist also folgende: Wir haben diesen Wachstumsprozess mit einem jährlichen Wachstum von 1,14%. Und damit das zu einer Verdopplung führt, muss ich ungefähr 61 Jahre lang warten und dann wird sich die Population verdoppelt haben.